Grüß euch. Das ist jetzt aufgenommen nach der Tour. Da wird so gleich das Video dazu Sekt. Im Endeffekt, wir wollten heute über den Schmidt-Kunst-Steig auf die Hörnlohn laufen. Das ist der vom Steig her, ich meine, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das ist halt ein wirklich schöner Steig, wo man ein bisschen Gegenwind hat, wo man ein bisschen klettern muss. Also 3 plus, glaube ich, ist die Schlüsselstelle. Und das Thema ist, der ist nirgends so wirklich eingezeichnet. Ich bin den letzte Woche schon mal mit einem anderen Spezi gegangen. Haben uns da unglaublich verkuffert und ja, haben uns dann irgendwie, haben wir dann den Steig dann tatsächlich gefunden. Und dann war es echt eine Genusskletterei, war wunderbar. Und jetzt wollte ich selber meine Kollegen von die Kaperburm, Stefan und Philipp, eigentlich auch nochmal gehen. Nur diesmal komplett richtig, also auch den unteren Teil. Aber irgendwas haben wir da jetzt wieder verkackt und haben uns da halt auch wieder verkuffert und waren dann eigentlich brutal schnell am Gipfel um über einen Weg, der so eigentlich komplett falsch, aber unschwierig war. Der war vielleicht mal 2 plus, ein bisschen arg rutschig, aber rein technisch 2 plus. Es gibt nichts zum Sichern, keine Barhaken und überhaupt braucht man aber auch nicht. Ja, aber rein von den Videodaten, das endet dann relativ abrupt, weil ich habe mich dann echt ein bisschen ärgern müssen, dass ich es schon wieder verkackt habe. Ja, aber ist jetzt halt so, es ist nichts passiert, alle gesund und es gibt für mich aber gut. Ja, und dann müssen es halt die Tage nochmal gehen und vielleicht findet man dann den richtigen Weg endlich. So, jetzt aber ist das Vorwort mal durch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und ja, bis zum nächsten Mal wieder. Pfiat euch. So, grüßt euch. Heute gehen wir auf die Hörnlwand über den Schmidt-Kunst-Steig. Das sind dabei der Philipp, der Stefan und ich selber. Wir sind jetzt da gerade kurz nach der Hörnlwand auf dem Weg an den Jägersteig. Da vorne sieht man vielleicht das Dachal. Wir sind jetzt vielleicht 3 Minuten nach der Hörnlwand. Und da an diesem Baum, der da liegt, recht auffällig. Da muss man links abgehen, ist momentan ein bisschen ausgelatscht. Im Frühjahr normal noch nicht so, aber jetzt um die Zeit geht's. Genau, und da ist jetzt erst einmal ein bisschen steileres, nerviges Gehgelände, bis man am Wandfuß ist. Und da zeige ich euch dann wieder, was weitergeht. Darauf, das ist noch relativ einfach. Das ist halt wie immer an der Hörnlwand von dieser Seite. Aber das wird dann nachher im Fels schon wieder besser. Da kommen meine 2 Mitstreiter hier. Schön machen sie das. So, jetzt haben wir es am Anfang schon relativ nah. Muss man jetzt schauen, letztes Mal haben wir da verkuffert. Da haben wir das bisschen steigert, was man da sieht. Darüber, über den Hügel da drüber. Und irgendwo in der Wand sind wir nicht mehr weitergekommen. Das machen wir heute nicht, weil wir mögen heute auch einen Spaß haben. Und deswegen gehen wir weiter oben erst links um. Dann soll das passen. Na, da geht der Steig weg, der nichts für uns ist. Wenn man gut im Klettern ist, dann ist das schon was, weil da kommen wir noch mit 7. 8. Grad. Aber das lassen wir halt. So, da geht es jetzt in so ein bisschen am Geröllzeug rauf. Da oben ist die Wand effektiv. Und wir gehen da rein und suchen uns durch.
mehr Nordwestseiten sind und es halt auch noch recht bald der Vormittag ist, da ist echt ein ganz Stück frischer wieder voll. Schauen wir nachher, ob wir was anziehen müssen. Es ist jetzt ein bisschen laufen die Rinne rein, aber das ist alles nur Gehgelände. Man kommt da drüber, aber das bin mir nicht so sicher. Gehen wir jetzt erst einmal geradeaus. Berglöwen, grein da gerade durch. Schön macht er das. Heute ist das ist ein bisschen geschissen. Das ist ja zwei Plus in meinen Augen. Aber so rutschig. Da musst du gut schauen. Viel lose Scheiße. Entschuldigung, aber das trifft zum Besten. Nein, macht das gut. Das hilft brutal, gell? Weil man die Technik einfach dann hat. Genau. Da, dafür ist er da. Na, aber schaut gut aus, was du machst. Gefällt mir. So, wir gehen weiter, das ist ein bisschen Gehgelände. Wenn wir da links aufziehen müssen, denke ich. Dann sind wir eh kurz unter der Schmidt-Kunzhürde, denke ich. Genau, das war eigentlich das Schwierigste von dem Stück. Ja, sollte man einen nach dem anderen geben in der direkten Fahrlinie, weil... Ich bleibe jetzt stehen. So, Philipp in der Gemüsekletterei. Das ist wunderbar, ich habe mich gerade selber so durchärgern müssen. Ah, oh, schön, kommt aus dem Busch raus. Ja. War ein bisschen eine scheiß Idee, eigentlich hätte man die Rinne aufgreifen sollen, aber... Naja, ist halt so. Das ist dafür nicht schwierig, nur rutschig. So, jetzt greifen wir da weiter rauf. Und dann sollten wir eigentlich den Tisch mit Konzöl sein, hoffe ich. So, jetzt sind wir ein bisschen so Gegelände raufgekommen. Da kommt der Stefan auch daher. Genau, oben sieht man schon in der Distanz das erste Ziel für heute, der vorderste Gipfel von der Höhenwand. Ich glaube, der Ostgipfel, oder ist das? Ostgipfel, richtig. Ostgipfel, ja. Passt. Genau, jetzt ist ein bisschen so dahin. Und dann sind wir normal schon an der Schlüsselstelle, wenn man so möchte. Die 3-Plus-Kletterei zur Schmidt-Kunzhürde auf. Genau. Dann gehen wir da mal so dahin. So, wir haben es geschafft und wieder komplett zum Verkaufen. Wunderbar. Jetzt das Kreuz. Wir kommen aus einer Richtung, wo man eigentlich gar nicht herkommt. Wobei, das ist der Weg zum mittleren Kreuz. Ziemlich schön Arsch, ehrlich gesagt. Weil wir eigentlich die Kletterei davon haben wollten. Aber ich denke, da werden wir das nächste Mal machen müssen.